Einer der wichtigsten Vorratsschädlinge ist der gerade einmal 3 bis 5 mm große Kornkäfer. Das typische Merkmal ist der rüsselförmig verlängerte Kopf, von dem die nach vorn angewinkelten Fühler abstehen. Auf dem Kopf- und Halsschild des matt-schwarzbraunen Käfers lassen sich kleine Grübchen erkennen, die auf den Flügeldecken in parallelen Längsreihen verlaufen. Die beiden Flügeldecken des flugunfähigen Käfers sind miteinander verwachsen. Der Kornkäfer kann mit den flugfähigen Reis- und Maiskäfern verwechselt werden. Sie unterscheiden sich auch durch 4 gelbe bis rötlich-braune Flecken auf den Flügeldecken. Die Käfer entwickeln sich in ganzkörnigem Getreide, Mais, Hirse und harten Teigwaren, wenn diese groß genug für die Larvenentwicklung sind. So befallen sie beispielsweise auch Mahlprodukte, Hülsenfrüchte und Mandeln, können sich aber nicht in diesen Produkten entwickeln. Hat ein Käfer ein geeignetes Substrat gefunden, gibt dieser ein Pheromon ab und lockt damit weitere Artgenossen an. Das Kornkäferweibchen bohrt zur Eiablage ein Korn an, legt ein Ei hinein und verschließt die Öffnung mit einem Sekret. Das so markierte Korn wird normalerweise kein zweites Mal zur Eiablage genutzt. Die beinlose, weiße Larve hüllt das Korn während ihrer Entwicklung vollständig aus und verpuppt sich schließlich darin. Die Fraßgeräusche, die durch die Larven entstehen, können mit Mikrofonen hörbar gemacht werden und zeigen einen Befall frühzeitig an. Je nach Temperatur und Feuchte dauert die Entwicklung vom Ei bis zum Schlupf der Käfer etwa 5 bis 15 Wochen. Vorbeugend oder bei beginnendem Befall können Lagererzwespen als Nützlinge ausgesetzt werden. Lariophagus distinguendus ist eine 2 bis 3 mm lange Erzwespe, die versteckt lebende Larven durch das Korn ansticht, lähmt und ein Ei darin ablegt. Sie sucht die oberen 50 cm des Getreides ab und erkennt auch einzelne befallene Körner in einem Umkreis von 4 Metern. Sie kann sich bei günstigen Lebensbedingungen auch dauerhaft im Lager etablieren. Eine frühzeitige Bekämpfung ist im Ökolandbau entscheidend. Denn die Käfer und besonders ihre versteckt lebenden Larven und Puppen können nur schwer direkt bekämpft werden. Die Insekten überstehen sogar Minusgrade in einer Kältestarre. Sie können aber ihre Entwicklung unter 10 Grad Celsius nicht vollenden. Vorbeugend gegen Befall ist neben einer kühlen Lagerung auch eine gründliche Lagerreinigung oder auch Leerraumbehandlung notwendig. In die Körner eingemischtes Kieselgur kann ebenfalls die Ausbreitung des Schädlings verhindern. Zur Früherkennung werden Probesiebungen und Schwemmtests durchgeführt. Auch kann durch Mikrofone nach Fraßgeräuschen gesucht werden. Neben Hitze- und Kältebehandlungen sind im Ökolandbau auch Kohlendioxidbegasungen möglich, sowie der Einsatz von verschiedenen Erzwespenarten gegen die Larven.